Ey, was geht? Heute gucken wir uns mal gefährliche Tiere an. Ja, das Video ist vorproduziert, also gibt es keine Begrüßung. Lass uns loslegen. Tolle Neuigkeiten für dich. Wir haben einen neuen Kanal namens Faszinierend gestartet. Der Link zum Kanal steht oben in der Beschreibung. Abonniere ihn unbedingt, denn wir werden jede Woche 3 Videos mit allen möglichen spannenden Geschichten hochladen, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Okay. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Der Amazonas-Regenwald ist mit einer Fläche von 5,5 Millionen Quadratkilometern der größte Halt, Regenwald stopp. Da geht er wie Daffy Duck. Nach Angaben von Wissenschaftlern leben hier etwa 375 Reptilienarten, 400 Amphibienarten, 430 Säugetierarten, 1300 Vogelarten, 3000 Fischarten und mehr als 2,5 Millionen verschiedene Insekten. Unter den zig Millionen Tieren, die hier leben, gibt es auch einige gefährliche unter ihnen. Heute habe ich eine Liste mit den 10 gefährlichsten Tieren des Amazonas-Regenwaldes für euch zusammengestellt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib den Daumen hoch. Nummer 10. Der Jaguar ist ein Raubtier, das zur Familie der Katzen gehört Schöne und nach Tiere. Dem Tiger und dem Löwen das drittgrößte der Welt ist. Der Jaguar ist in Mittelamerika und einem Großteil Südamerikas einschließlich des Amazonasgebiets beheimatet. Sie sind Fleischfresser und ernähren sich fast von allen Tieren, die in ihrem Lebensraum vorkommen, darunter Hirsche und Wildschweine, Affen, Vögel, Schlangen und Fische. Sie haben den stärksten Biss aller Katzen und ihre scharfen Zähne können leicht das Fleisch von Tieren durchbohren. Sie beißen sich auch problemlos durch Knochen und Schädel. Ein Jaguar kann zwischen 1,2 und 2 Meter lang werden und bis zu 125 Kilogramm wiegen. In der Vergangenheit griffen sie manchmal auch Menschen an, aber heutzutage ist dies recht selten und sie würden dies nur tun, wenn sie wirklich hungrig sind. Okay. Nummer 9. Krasse Tier. Die Kugelameise gilt als eines der gefährlichsten Tiere des Amazonas-Regenwaldes. Dieses Insekt ist zwischen 1,8 und 3 Zentimetern groß. Es mag also klein sein, aber es ist allgemein bekannt, dass das Tier den schlimmsten Stachel aller Insekten hat. Es wird von Menschen auch mit einer Kugel verglichen, daher der Name Kugelameise. Außerdem enthält ihr Stachel ein Gift mit einem Neurotoxin, das bis zu 24 Stunden lang wirken kann. Dies kann zu vorübergehenden Lähmungen führen, ist aber nicht tödlich. Vorausgesetzt, man ist nicht allergisch dagegen. Es ist auch definitiv ein aggressives Tier. Also seid vorsichtig, wohin ihr eure Füße setzt, wenn ihr durch die tropischen Waldgebiete lauft. Das liegt daran, dass sie sich nicht scheuen, sich zu verteidigen, wenn sie sich bedroht fühlen. Für einige Stämme im Amazonasgebiet sind Kugelameisen Teil eines Rituals. Tatsächlich müssen sie einen Handschuh voller Kugelameisen anziehen, um ihren Schmerz zu überwinden und ein echter Mann zu werden. Ah, das klingt schon. Nummer 8. Die brasilianische Wanderspinne ist eine hochgiftige Spinne, die 2010 als gefährlichste Spinne der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Ich kann den Bananen auftauchen. Diese Spinne ist zwischen 1 und 5 Zentimetern groß und gehört zu 7 weiteren Arten, die als Kammspinnen bezeichnet werden. Sie leben hauptsächlich in Südamerika im Amazonas-Regenwald. In Europa findet man sie normalerweise nicht. Aber man munkelt, dass sie manchmal versehentlich in Bananen verschifft werden, weil sie in Bäumen leben. Die brasilianische Wanderspinne ist ein nachtaktives Tier, das nachts nach Nahrung sucht, darunter Grillen, kleine Eidechsen, Mäuse und andere Insekten. Was diese Spinne so gefährlich macht, ist, dass sie extrem schnell und aggressiv ist. Sie kann springen und sie hat einen sehr giftigen Biss, der starke Schmerzen und Atemprobleme verursachen kann. Wenn man nicht innerhalb der ersten 6 Stunden nach dem Biss ein Gegengift bekommt, kann es sogar tödlich sein. Nummer 7. Der Payara, auch bekannt als Säbelzahntigerfisch, ist ein aggressiver Raubfisch, der hauptsächlich im südlichen Teil des Amazonas zu finden ist. Das Auffälligste an diesem Fisch sind die 2 langen Reißzähne, die aus seinem Unterkiefer herausragen. Tatsächlich sind die Reißzähne so groß, dass sie Löcher im Oberkiefer haben, in die die Zähne hineinrutschen, damit sie nicht ihren eigenen Kopf durchbohren. Der Payara, auch Vampirfisch genannt, hat eine durchschnittliche Länge von 30 bis 50 Zentimetern. Aber wie ihr auf diesem Bild sehen könnt, können sie in seltenen Fällen noch größer werden. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Piranhas und kleineren Fischen. Aber wenn sie wirklich müssen, jagen sie manchmal auch größere Fische. Denn sie können mit ihren scharfen Zähnen problemlos das Fleisch der Beute durchbohren. Nummer 6. Der Riesenotter ist ein Tier, das ihr vielleicht nicht auf dieser Liste erwartet hättet. Immerhin sehen sie auf den ersten Blick ziemlich niedlich aus, vor allem die kleinen Otter.
Allerdings ist der Amazonas die Heimat der Riesenotter. Sie sind auch in den Flüssen des Orinoco und des Rio de la Plata in Südamerika zu finden und schwimmen mit Hilfe ihrer kräftigen Schwänze und langen Körper. Der Riesenotter kann bis zu 1,8 Meter lang werden und ist leider seit 2015 eine bedrohte Art. Es gibt noch ca. 5000 Riesenotter, aber ihre Population ist rückläufig. Obwohl das Tier im Allgemeinen recht ruhig ist, können sie aggressiv sein, wenn sie ihr Revier verteidigen. In freier Wildbahn jagen sie hauptsächlich Schildkröten und Fische, aber Berichten zufolge jagen sie auch Anacondas und in Gruppen greifen sie sogar Kaimane an. Krass. Nummer 5. Hätte man von denen gar nicht erwartet. Der Pfeilgiftfrosch ist eine Amphibie mit leuchtenden Farben, die man in Mittel- und Südamerika im Amazonas-Regenwald finden kann. Sie leben unter Steinen am Boden des Waldes, aber auch unter Blättern und in Bäumen. Pfeilgiftfrösche sehen unglaublich schön und bunt aus, aber Vorsicht, denn wie der Name schon sagt, sind sie sehr giftig. Das Gift befindet sich in der Haut, was es gefährlich macht, sie zu berühren. Die leuchtenden Farben des Frosches sind eine Art Warnung für Raubtiere. Sollte man den Frosch versehentlich berühren, kann es zu starken Schwellungen, Übelkeit und sogar Muskellähmungen kommen. Besonders der goldene Giftfrosch ist extrem gefährlich und enthält genug Gift, um 10 erwachsene Männchen zu töten. Die Tiere werden im Durchschnitt zwischen 1,5 und 6 cm groß und fangen ihre Beute mit ihrer klebrigen Zunge. Okay. Nummer 4. Der Bullenhai ist ein Tier, das ihr wahrscheinlich nicht im Amazonas-Regenwald erwartet hättet. Aber neben dem weißen Hai gelten Bullenhaie als die gefährlichsten für Menschen, weil sie sehr stark sind, unberechenbar und aggressiv auch noch. Sie werden etwa 3,5 Meter lang und wiegen durchschnittlich zwischen 90 und 220 Kilogramm. Die Nahrung des Hais besteht aus Fischen, Schildkröten, Vögeln, Delfinen, kleineren Säugetieren und anderen Haien. Der Bullenhai kommt normalerweise in warmen Meeresgewässern vor, kann sich aber auch in Süßwasserflüssen anpassen. In der Tat ist er einer der wenigen Haie, die sowohl in Süß- als auch in Salzwasser überleben können. Sie können durch ihre Nieren Salz in ihrem Körper zurückhalten. Dank dieser Fähigkeit wurde berichtet, dass Bullenhaie bis zu 2200 Kilometer den Amazonas hinaufschwimmen können. Was? Nummer 3. Der schwarze Kaiman ist eine Krokodilart aus der Familie der Alligatoren und Kaimane. Dieses Raubtier ist eines der größten und kann eine Länge von 6 Metern erreichen. Ihren Namen haben sie von ihrem sehr dunklen Aussehen. Sie nutzen diese Farbe zur Tarnung, aber auch um Sonnenlicht einzufangen. Der schwarze Kaiman ist hauptsächlich im Amazonas-Regenwald in langsam fließenden Flüssen, Bächen und Seen zu finden. Hier geht er auf die Jagd nach kleinen und großen Fischen wie Piranhas, Welsen und Barschen. Er frisst aber auch Vögel, Amphibien, Insekten und kleinere Säugetiere. Tatsächlich frisst er fast alles. Dann kommt der Piranha auch gleich vor. Auch Menschen sind nicht sicher. Also seid vorsichtig und haltet Abstand, wenn ihr diese Biester seht. Nummer 2. Der Amazonas hat mindestens 7 Arten von Giftschlangen, einschließlich Grubenottern und Korallenschlangen. Die größte Schlange, die hier lebt, ist jedoch die grüne Anaconda. Die Anaconda-Schlange lebt in den Sümpfen des Amazonas und kann über 9 Meter lang werden. Sie liegt ahnungslos im Wasser und wartet auf Beute, die vorbeikommt. Der Amazonas-Regenwald ist so groß, dass er noch nicht vollständig erforscht ist. Daher kursieren Geschichten über Schlangen, die noch größer sein könnten, aber noch nicht entdeckt worden sind. Außerdem soll es mehr als 100 unkontaktierte Stämme geben, die in den dicht bewaldeten Gebieten leben. Diese Stämme sind von unserer Gesellschaft völlig abgeschottet. Glücklicherweise fressen die Anacondas nicht sehr oft. Tatsächlich können sie mehrere Monate mit einer großen Mahlzeit auskommen. Aber wenn sie hungrig sind, sollte man sich diesen Schlangen besser nicht nähern. Nummer 1. Das kleinste, aber gefährlichste Tier auf dieser Liste ist die Stechmücke. Erstens sind sie sehr lästig und außerdem verursachen sie jedes Jahr mehr als 2 Millionen Todesfälle aufgrund von Krankheiten, die sie übertragen. Darunter Malaria und Gelbfieber. Stechmücken machen ein summendes Geräusch, das leicht zu hören ist, wenn sich die Mücke nähert. Dies hat zum Teil mit der Fortpflanzung der Mücken zu tun. Sie nutzen den Ton, um sich in der Dunkelheit leichter zu finden. Allein im Amazonasgebiet würden zig Millionen Moskitos herumfliegen, für die der Amazonas mit seinen warmen und feuchten Bedingungen eine perfekte Umgebung darstellt. Daher ist es auch empfehlenswert, dass ihr euch im Vorfeld impfen lasst, bevor ihr euch für so eine touristische Reise in den Regenwald entscheidet. Habt ihr... Okay, ich glaube, ich mache mir einen großen Bogen im Amazonas. Wie auch immer. Ich habe echt gedacht, der Piranha kommt noch vor. Egal, passt halt die nicht so blind um mich. Wie auch immer. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder mit neuen Video. Bis dann, tschüss.